Wollen wir ein Rennen fahren? Voll gut. Und? Das kann ich nicht. Wo Problem am Pier ist auch ganz geil, aber Bananarama West Mia bla ist bestimmt auch ganz lustig. Mal gucken, was er macht. Und jetzt? Michael Myers sendete ein Bild an GTA 5. Ich hab's gesehen. Boah, du kriegst heute die Hydra für 1,5 Millionen. Die kaufe ich mir Da erstmal sollen wir lieber direkt. zocken kommen. Stimmt, echt. Schade, dass ich kein Geld habe. Und gekauft. Nice. Die muss ich mir erstmal jetzt reinpfeifen. Wie viel Kohle habe ich denn jetzt? 446.000, damit kann ich ungefähr nichts machen. Wie viel hast du? Ja, ich habe jetzt 446. immer noch, obwohl ich die gerade gekauft habe, 700, über 700.000. Alter. Nicht schlecht. Oh, ich kann eine schwere Panzerung tragen jetzt. Dann sollte ich das Kannst du vielleicht jetzt tun, oder? tragen? Stand hier gerade, ja. Ja, denke ich Also auch. wenn da steht, dass es verfügbar ist, dann kann ich die ja wohl kaufen, oder? Krass, Alter, ich habe eine Hydra. Die kostet normalerweise 3 Millionen, ey. Ich war halt die ganze Zeit am Hadern, ob ich mir diesen Sportwagen hole oder nicht, weil bis man 3 Millionen hat, das dauert Ewigkeiten. Und jetzt schreibt mich hier einfach 50% off. Ja. Ich hole mir mal Haftbomben und Panzerungen. Just one more line of defense. Enjoy that. Ah. Ab Rang 30 kannst du mehr Panzerung tragen. Also mehr als eine. Wo sind denn Haftbomben? Alter, steht das Teil weit weg. Annäherungsmine? Wo sind denn Haftbomben? Ich finde die nicht. Musst du nach. Ja, genau. Ah, da! Ich hab's. Ja, ich hab's. Erstmal schön ein paar kaufen hier. Kann man nicht Den irgendwie den kompletten kompletten Vorrat. Vorrat kaufen? Könntest du nicht. Achso. Jetzt habe ich 25 Stück. Ei. Good purchase. Jo. Da. Entschuldigung. Mahlzeit. Wo bist du gerade in der Stadt? Ja, also
We've got the biggest selection in San Andreas. Oh. Jetzt habe ich was, da was gemacht. Und da steht sie. Yeah. Boah, krass. Komm mal bei dir vorbei jetzt. Gib mir Shadow. Oh, krass. Jo. Ich hab einfach jetzt meinen eigenen Kampfjet, Mann. Kann man da zu zweit dran sitzen? Nein, leider nein. Hm? Ein Kampfjet? Geil, das Teil ist ja so geil. Wo bist du so? Guck mal gerade auf die Karte, ich kann dir das nicht genau sagen. Ich kenne da nicht so viel von. Mitten in der Stadt oder wo bist du? In irgendeinem Laden? Ja. Achso, nee, ich bin irgendwo da am Meer in so einem Laden. Okay, ja, da bin ich auch gleich. Ich komm sofort raus dann. Ich höre dich, glaube ich. Ah ja. Okay. Ja, leider ja. Ah, ist ein Einsitzer, ha? Schade. Da hab ich's gerade erstmal verkackt. Ja. Haha. Das war wohl nix. Oh, die Bullen jagen mich. Ups. Ja, können wir machen. Oh ja, wollen wir noch was machen? Was wir hier so alles drin haben. Einladung, Vorbereitung.
Du kriegst sogar einen Insurgent jetzt mit dem Standgeschütz oben drauf kriegst du für. Warte mal, ich schick dir mal eine Einladung. Shit. Kommt schon ein anderer gerade rein. Jetzt wieder rausgehen. Das ist halt die Scheiße. Du musst super schnell sein dabei, ne? Schade. Oder du machst es halt selber auch. Ja. Ich versuche gerade mal vor den Cops zu fliehen. Wow. Oh. Ja, warte mal, ruf ich. Aber lad mich ruhig ein. Kann ich mich hier freikaufen? Ja, Autofahr ich wie ein junger Gott. Warte mal, warte mal. Ich lade dich jetzt ein. Und zwar jetzt. Komm mal rein. Ja. Siehst du mich? Perfekt. Dann hat das hier ausnahmsweise mal geklappt. Wenn jeder dazu kommt, dann ja. La. Electric Biscuit ist schon drinne und nochmal eingeladen. Ja, keine Ahnung, kann's vergessen, kommt nichts. Ja, es ist halt, dieses Spielprinzip ist irgendwie ein bisschen undurchsichtig. Ja, absolut, das ist es. Ich bin rausgegangen, ja. Jetzt gehen alle raus. Du bist auch weg, ne? Achso. Ja, weil da passiert ja nichts mehr. Ja. Dann rufe ich nochmal wen an. Okay. Habe ich das schon? 2 bis 8 Spieler, come out to play. Machen wir das doch mal. 2 bis 8 Spieler, können wir zusammen spielen, beziehungsweise gegeneinander. Was ist das? Wir müssen es irgendwie. Warte. Ja. Hast eine Einladung? Ich hab das selber noch nie gespielt, ich weiß auch nicht, ob das cool ist. Kommst du? Lädt schon. Ich bin unterwegs. Okay. Ladevorgang steht hier, ja. Nur eine Frage der Zeit. Oh oh. Ja, du bist raus bei mir. Nein. Ganz rausgeflogen? Ja, ich bin raus. Nice. Nö. Dann kommen wir erstmal wieder rein. Ach, du bist nicht ganz komplett drüber. Du musst mir eine Einladung schicken. Nee.
Das ist doch scheiße. Ist doch mega scheiße. Sie sind immer voll. Immer sind sie voll. Ey, kannst vergessen, du mein Labs. Moment, wenn du es nicht selber aufmachst. Kannst du völlig knicken. Ja, aber es alle machen. Ich war jetzt gerade in zwei Fällen. Ich meine, das gerade so viele machen, ne? Und beide waren dann voll, als ich dran war. Oh. Noch mit Martin und dann ist sie trocken. Oh, der ist schwer. Der ist kacke schwer. Der ist kacke, ist der schwer, Mann. So. Jo. Schickst du mir eine Einladung? Jo, bin unterwegs. Der ist schwer. Viel ballern, viel aufpassen, Geduld haben, Deckung suchen und ja. Dann müssen wir so zwei Boote klauen oder ein so ein Boot. Brauchst du noch was? Hast ja nice Klamotten geholt, Alter. Ja. Auf jeden, ey. Vor allem das Katzenshirt ist ja, mega, ne? Geil. Die Brille. Die kannst du einfach so ausziehen. Ja, unter die Brille muss noch weg. Boah, schon wieder voll am Arsch. Aber diesmal sind wir wenigstens direkt an der Straße. Wir brauchen nur ein schnelles Auto. Wo ist mal ein schnelles Auto? What? So ein Escalade ist schon das höchste der Gefühle, ne? Ich wollte ein bisschen Stau machen. Warum lebt denn der wieder? Den habe ich doch gerade erschossen. Ach, das war der aus dem anderen Auto. Was für ein Assi! Ja, mein Katzenshirt ist nämlich schon absolut gut. Da ist noch ein schnelleres Auto. Jo, hab ihn gewischt. Stärker aus. Es geht. Denkt er sich. Ist so. Das ist überhaupt nicht so schnell, ne? Aber wenn du noch ein schnelleres siehst, dann nehmen wir das. Nee, das, ach, das passt doch. Wir sind doch gleich da. Ja, yeah, Mann, ich hab alle erwischt. Gar nicht mehr so einfach. Aber der liegt ganz gut auf der Straße, oder?
Also du fährst ja relativ zuverlässig gerade. Nix gesagt. Ja, ich meine, so muss ja schon aussehen, ne? Normal kann ja jeder. Stimmt. Ja, er muss schon ein bisschen wackeln. Ich soll doch auf die Straße gucken, glaube ich. Ups. Ja. Wäre ganz gut. Voll am Arsch die Karre. Du. Okay, ich konnte filmen.